In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts siedelte sich in der Lindenstraße von Perleberg die Schneidemühle von Stoßfalk an. Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieser Betrieb von Max Viereck übernommen und weitergeführt. In der Mitte der 1930er Jahre erhielt dieser Betrieb eine neue Bezeichnung: Max Viereck, Nachfolger, Inhaber W-Kipp, Baugeschäft, Baumaterialienhandlung, Zimmermeister. Schließlich wurde der letzte Inhaber, Dr. Joachim Ritter, in seiner Person der Urenkel von Max Viereck. Doch hier geht es nicht um den Betrieb, sondern vielmehr um eine Dampfmaschine, die in diesem Betrieb eine Heimat fand. Das Sägewerk ist 1936 bis auf die Grundmauern abgebrannt und unmittelbar danach wurde die Maschine hier aufgestellt. Die ist aber gebraucht erworben. Die ist Baujahr 1923 und stand vorher in einer Ziegelei in Helmsdorf. Das ist dicht hinter der Grenze im heutigen Polen. Von da ist die gebraucht hierher gekommen und dann hier aufgestellt worden und in Betrieb genommen worden. Und eben diese Dampfmaschine ist es, die inzwischen unter Denkmalschutz steht und in eine neue Heimat umgesiedelt werden soll. So wie man den Ritterschen Betrieb zuletzt kannte, sah er in seiner Ursprungsform natürlich noch nicht aus. Die Herren Stoßfalk und natürlich auch Max Viereck wohnten gleich gegenüber in einem eigens errichteten Gebäude. Die Schneidemühle, unter welchem Eigentümer auch immer, war einer der größten Arbeitgeber in der Stadt Perleberg. Das Hauptgewerk, was man an diesem Ort beschäftigte, waren natürlich die Zimmerleute. Nun aber war der längst stillgelegte Betrieb verkauft und man machte sich Gedanken, wie es mit dem Denkmal der Dampfmaschine weitergeht. Schon vor Jahren wurde entschieden, dass die Maschine in Perleberg bleibt. Sie soll in Zukunft ein Ausstellungsstück im Museum der Oldtimer-Freunde Perleberg e.V. werden. Und so traten deren Mitglieder am 13. Mai des Jahres 2017 am Ort an, um die Maschine für deren Transport zu zerlegen. Aber für welchen Zweck war diese Maschine ursprünglich eigentlich einmal da? Und diente denn eben hauptsächlich als Kraftantrieb, hingen mehrere Gatter dran und andere Maschinen. Dann haben wir eigenen Strom erzeugt, hing ein Generator dran. Dann haben wir mit der Abwärme die verschiedenen Räume beheizt, in die Zimmererwerkstatt, Holz getrocknet und wir hatten auch eine eigene Wasserversorgung durch die Dampfmaschine. An diesem Tage hieß es nun, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich von dieser Gesamtheit der Maschine zu demontieren. Bei der Fülle der Vielzahl an Bauteilen war dies natürlich kein leichtes Unterfangen. Die Demontage der Maschine war nicht das einzige Problem. Es mussten bauliche Voraussetzungen geschaffen werden, diese Maschine auch bergen zu können. Da dies noch einige Zeit in Anspruch nahm, war Zeit, sich noch einmal den Betrieb anzuschauen, denn lange wird es ihn nicht mehr geben.
Wir konnten immer sowohl elektrisch als auch mit der Dampfmaschine fahren. In der großen Transmission, die noch im Keller vorhanden ist, war eine Kupplung drin, sodass wir umschalten konnten. Die Maschine musste auch mal gewartet werden und so. Und dann musste ja der Sägewerksbetrieb weitergehen. Dann wurde elektrisch gefahren mit einem sehr großen, überdimensional großen Motor. Es wurde Baufreiheit geschaffen, es wurde beraten und es wurde dokumentiert. Denn schließlich sollte die Maschine auch irgendwann wieder zusammengesetzt werden. Sie sind alle nicht vom Fach der Dampfmaschine, aber sie sind Fachmänner, wenn es um Schrauben geht. Und wenn man sein Schrauberhandwerk versteht, dann kann man auch eine Dampfmaschine zerlegen. Sie haben es bewiesen. Und nicht nur eine Dampfmaschine. Auch eine Wand lässt sich zerlegen. Nach und nach traf die Fachwelt ein und schweres Gerät. Vor Ort die letzte Begutachtung der Dampfmaschine noch in einem Stück. Aber keine gute Idee für die Wand, die erheblichen Widerstand leistete. So etwas nennt man heutzutage ein Qualitätsprodukt. Stück für Stück wurde die Maschine zerlegt und die vielen kleinen Teile wurden für den ersten Transport gesammelt. Nichts durfte mehr an der Maschine vorhanden sein, das bei einem Transport mit dem Kran beschädigt oder zerstört werden könnte. Das Ziel dieses Tages war es, unter fachlicher Aufsicht die Maschine zu zerlegen und der Bürgermeisterin zu vermelden, dass der Transport wie geplant erfolgen kann.
Wochen später war dem Betriebsgelände bereits anzusehen, dass die Abrissfirma hier tätig war. Und eben dieser fortschreitende Abriss machte es notwendig, die Dampfmaschine eher als geplant aus dem Gebäude zu heben. Auch wenn an diesem Tage der Abtransport noch nicht erfolgen soll. Was so einfach begann, täuschte darüber hinweg, dass es doch mit der Maschine an sich noch erhebliche Probleme geben wird. Es wurde befürchtet, dass die Maschine beim Heben Schaden nehmen könnte. Aus diesem Grunde wurde zusätzlich eine Traverse geordert, die beim Heben helfen sollte. Doch dann das zweite Problem. Das Heben in einem Stück war nicht drin. Die Maschine drohte zu zerbrechen. Guter Rat war teuer, denn die Fachleute waren für eine Woche später avisiert, nicht an diesem Tage. Aber mit etwas Fantasie und einer Überredungskunst ließ sich die Maschine weiter demontieren. Aber die Dampfmaschine wollte ihren angestammten Platz nicht freiwillig räumen. Und so kam das nächste Problem. Niemand wusste, wo der Schwerpunkt dieser Maschine liegt. Also wieder absetzen und neu ansetzen. Schließlich gelang es, das wertvolle Teil von seinem Fundament zu heben, in die Luft zu schwenken und auch noch zu verladen. Am Ende war alles gut, die Maschine war verladen und alles vorbereitet für den Transport, nur eine Woche später. Am 7. Oktober 2017 glich das Betriebsgelände des Sägewerks bereits einem Kriegsschauplatz. Am Rande, ganz verlassen, stand die Dampfmaschine
zum Transport bereit. Gegen 9 Uhr kam der Kutscher und spannte an. Nach nunmehr 80 Jahren sollte die Dampfmaschine ihren angestammten Platz verlassen und sich auf den Weg zu einem Zwischenlager machen. Ja, wir planen seit ungefähr 10 Jahren, dass die Dampfmaschine aus dem Sägewerk Ritter rausgeholt wird und zum Perleberg Oldtimer Museum kommt. Ja, momentan ist es erstmal nur die Umsetzung, die wird ja hier nur zwischengelagert. Wie lange sie hier stehen wird, liegt nicht in unseren Händen. Die Maschine ist zunächst in Sicherheit, aber das ist auch schon alles. Niemand vermag an diesem Tage zu sagen, wann, wie und ob es tatsächlich weitergeht. Die Ladetechnik rollte an, beziehungsweise war schon da, wie auch die Fachleute aus Magdeburg. Ja, wir vom Technikmuseum in Magdeburg sind ein gemeinnütziger Verein und haben bei uns artgleiche Maschinen zu stehen. Und die sind teilweise vor dem Verschrotten gerettet worden. Und insofern können wir einschätzen, wie wichtig das ist, dass hier solche Maschine erhalten bleibt, die in solchem guten Zustand ist. Durch die Pflege von Dr. Ritter im Vorhinein, selbst in der Zeit, wo sie nicht mehr in Betrieb war, ist einfach diese Möglichkeit gegeben, sich darum zu kümmern und zu sagen, wird nicht verschrottet. Darüber hinaus gibt es eine kooperative Kooperation zwischen der Uni Magdeburg, Otto-von-Guericke-Universität, Professor Dr. Bär, der mit Maschinenbaustudenten sich um diese ganze Geschichte auch von Anfang an kümmert. Es geht ja nun mittlerweile doch schon ein paar Jahre. Und der Professor Bär ist Stellvertreter von mir im Technikmuseum. Insofern ist die Verbindung relativ naheliegend. Und uns liegt es wirklich am Herzen, solche alte Maschine, dass die einen Platz findet hier in Perleberg bei den Oldtimer-Freunden. Das Museum kennen wir, wissen auch um den Anbau, der da entstehen soll, und finden es einfach phänomenal, wenn die da wieder aufgebaut wird und so an das Erbe letzten Endes erinnert werden kann. Denn es ist viel zu viel schon verschrottet worden, und wenn solche Maschinen noch da sind, dann sollte man dafür sorgen, dass sie erhalten bleiben. Denn ich sag mal, das war ja auch immer ein Arbeitgeber in Perleberg. Ne? Und dann gibt es noch jemanden, der sich mit diesen Maschinen wirklich auskennt. Ich bin in dem Betrieb, wo solche Maschinen gebaut wurden. Früher bin ich groß geworden, habe dort gelernt. Und aber dann lief das mit der Lokomobilproduktion aus. Aber es war interessant, solche Maschinen auch in Zukunft den Menschen zu zeigen, wie früher mit solchen Maschinen gearbeitet wurde. Und es ist immer schwer, eine solche Maschine noch so zu finden, wie wir sie hier in Perleberg vorgefunden haben. Die gut gepflegt ist, obwohl sie nicht mehr gearbeitet hat im Sägewerk. Aber es ist ein Grund, und wir freuen uns sehr, wenn solche Mannschaft wie hier in Perleberg diese Maschinen nun weiterhin pflegt, umsetzt, um sie den Menschen zu zeigen, wie früher also die Produktion erfolgte, was man machte mit den Maschinen, um den Menschen die Arbeit zu erleichtern. Und das ist immer interessant. Und das Technikmuseum Magdeburg interessiert sich dann auch für solche Maschinen, die nun außerhalb des Bereiches noch existieren. Angestrebt ist, dass auch die Perleberger Maschine wieder der Öffentlichkeit zugänglich wird, als Museumstück und ein wenig betriebsbereit. Zwar nicht unter Dampf, aber es ist angedacht, sie mit Pressluft anzutreiben.
Der Aufwand war schon erheblich, das gute Stück in Sicherheit zu bringen. Gilt jetzt abzuwarten, wann diese Dampfmaschine ihr endgültiges Zuhause bekommt. Sobald das letzte Teil eingelagert ist, heißt es abwarten. Und die Dampfmaschine wurde von einem Dornröschenschlaf in den nächsten versetzt.